Hier in Eschwege stapeln sich die Spenden wie an vielen Orten in ganz Hessen. Seit dem Vormittag bringen Menschen allerhand Lebensnotwendiges zu einer Spedition. Wir waren heute Morgen schon in allen Geschäften einkaufen und haben gestern in der Gemeinde von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Eschwege Geld gesammelt und sind dann heute Morgen los. Hier wissen wir, dass Hoppes nach Rumänien fahren und da wissen wir auch, dass es in guten Händen ist. Die guten Hände heißen Thomas Hoppe. Der Spediteur transportiert gemeinsam mit seiner Frau Adriana seit 23 Jahren Hilfsgüter in europäische Krisengebiete auf eigene Kosten. Er weiß, was gebraucht wird. Die Hilfe in Hessen bekommt immer mehr Struktur. Am Donnerstag beliefert Hoppe eine Flüchtlingsunterkunft in Rumänien direkt an der ukrainischen Grenze. Dort, wo schon viele Vertriebene Zuflucht gefunden haben. Jede Ware, die ankommt, ist geholfen. Jede helfende Hand ist da. Egal wie kleine Sachspende ist, es wird alles benötigt. Matratzen, Bettwäschen, Kissen, Decken. Hauptsache dicke Sachen, jetzt mittlerweile seit gestern schneit stark, ist Minusgrade. Viele Menschen wollen helfen und schauen nach, was sie jetzt spenden können. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat Bedenken. Bei Sachspenden ist das sehr problematisch, weil wir als Empfänger von Sachspenden erstmal damit beschäftigt sind, diese Sachspenden auf ihre Verwendbarkeit hin zu sortieren. Also wenn, dann warten Sie bitte einen konkreten Aufruf ab, zum Beispiel nach Schlafsäcken oder Ähnlichem. Eine Geldspende ist momentan eine gute Alternative zur Sachspende, weil wir sie gezielt vor Ort einsetzen können. Selbst wenn sie nicht sofort eingesetzt werden kann, kann sie nach dem Ende eines Krieges in der Ukraine auch dort für längerfristige Projekte eingesetzt werden. Hier in Darmstadt werden zwar auch Sachspenden gesammelt, aber auch hier kennt man den Bedarf vor Ort. Die Feuerwehr liefert zum Beispiel Feldbetten und Hygieneartikel. Peter Ehri organisiert einen Reisebus mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze. Wenn ich da so sehe, was hier im Moment angeliefert wird, das ist ja, sind ja erst Minuten, seit wir dieses Depot aufgemacht haben, dann rechne ich damit, dass wir heute Abend mit dem, was hier angeliefert wird, unseren Bus komplett füllen werden. Am Mittwoch soll der Bus ankommen und auf dem Weg zurück etwa 45 Geflüchtete nach Darmstadt in Sicherheit bringen.